Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Heute geht es um ein Versprechen in drei Schritten. Um dein Gelingen, um deinen Erfolg auf deinen Wegen und wie Gott dich führt und beschützt, wie er darin wirkt. Ein Versprechen in drei Schritten in einem Psalm versteckt. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Nun haben wir in der gestrigen Andacht darauf hingeführt, zu bemerken, dass wenn Jesus ins Leben kommt, dann verändert er. Er verändert das Leben, er verändert dein Herz. So schnell, dass es oft Monate braucht, um zu verstehen, was alles in diesem einen Moment verändert wurde. Man ist ein Mensch, der freigekauft wurde, aus den Fesseln Satans gelöst. Viele Dinge wollen dann umgesetzt werden. Viele Dinge kann man gar nicht mehr machen, wie man es früher machte. Und manchmal versteht man gar nicht, was in diesem einen Moment eigentlich wirklich geschehen ist. Es ist wichtig, immer wieder zu bemerken, dass diese Öffnung für Jesus im Herzen erfolgen darf. Es geht nicht darum, ein Übergabegebet herunterzubeten. Es geht um die Öffnung des Herzens. Um die Öffnung deines ganzen Seins für Jesus, für diesen Weg. Und so steht im Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Für einen Menschen, der sein Leben noch nicht an Jesus übergeben hat, hört sich das gut an, oder? Ich will etwas und dann sage ich das Gott und dann wird er es machen. Er muss es machen, steht so geschrieben. Doch wie in der gestrigen Andacht schon gesagt, ist es so, dass Gott uns unsere Berufung gab, dass Gott uns zu uns spricht in unserem Leben, dass es wichtig ist, seine Führung anzunehmen und dass er uns die Wünsche aufs Herz schreibt und so auch eine Form, wie er mit uns spricht. Ein Versprechen in drei Schritten, welches ich dir heute etwas aufgliedern möchte. Erst einmal geht es darum, dem Herrn den Weg befehlen. Wie ist das gemeint? Bestimmt nicht so, wie es ein Mensch mit einem verdrehten Herzen noch versteht. Es geht darum, dass die Wege, die Gott uns aufs Herz schreibt, die er möchte, dass wir gehen, die sind nicht die einfachsten. Und hier sollen wir all die Schwere auf ihn geben. Es ist unmöglich, die Last für unser Leben allein zu tragen. Speziell dann, wenn wir aus der Welt herausgenommen sind und Wege gehen, die andere Menschen eben nicht gehen können. In dieser Zeit der Gesetzlosigkeit, in dem Systeme aufgebaut sind, um den Menschen zu unterdrücken, geht der Leib Christi andere Wege. So war es bei mir, als Gott mich hinführte und sagte, dein Nachwuchs bleibt bei dir, zu Hause. Du wirst sie unterrichten, du wirst sie lehren. Und mein großer Sohn, der Älteste, ist 13. Und ich befreite ihn vom Schulsystem. Und ich hatte keine Ahnung. Ich kannte mich zu diesem Zeitpunkt nicht so aus, doch Gott sagte, tu dies. Und es gibt andere Systeme, aus denen ich mich befreien sollte. Und ich hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt Angst. Denn diese Welt hat Glaubenssysteme und Glaubenssätze installiert in den Menschen, um sie gefangen zu halten. Dinge werden ausgelegt, um den Menschen in den Fesseln zu halten. Doch Jesus ist für uns gestorben, um uns zu befreien. Und sie sollen das Licht und das Salz dieser Welt sein. Also gehen wir den Weg mit ihm. Den Weg der Freiheit. Den Weg, die Freiheit zu den Menschen zu bringen. Also vertraute ich Gott Vater und ging los auf diesem Weg. Und es ist und war tatsächlich so, dass Gott die Leuchte auf meinem Weg ist. All das, was ich tun sollte, sollte gelingen und hatte gelingen. Und es ist uns nichts geschehen. Und heute sage ich dir aus vollster Überzeugung, dass es darum geht, den Weg in Christus zu gehen. Den Weg zu gehen und Jesus den Kopf der Dinge sein zu lassen. Und so ist es gemeint zu sagen, befehlen Sie dem Herrn Ihren Weg. Gib die Last auf Gott, auf Jesus. Und dann
Vertraue zu 100% auf ihn. Zu 100%. Dies ist das schwierigste Part und darüber haben wir schon oft gesprochen, wirklich zu vertrauen. Das Übergeben ist das eine. Die Last auf jemand anderes zu laden ist das eine. Aber dann zu vertrauen, dass er diese Last für dich trägt, das ist etwas, was einem ständigen Angriff durch den Widersacher ausgeliefert ist. Und hier kommt es auf dich an. Auch darüber gibt es schon eine Andacht. Und der letzte Part dieses Verses, so wird er es vollbringen. Gott ist gerade dabei, es zu vollbringen. Er ist dabei. Dann lass ihn auch vollbringen. Lass ihn auch vollbringen. Vertraue ihm. All das ist wichtig zu verstehen. Und immer wieder zu beten, Gott zu bitten, dir dieses Vertrauen zu geben, wenn du es noch nicht hast. Aber ihm zu glauben, wenn er sagt, ich werde die Dinge für dich regeln. Ich bin bei dir. Ich bin dein Schild und dein Panzer. Gott bereitet immer den richtigen Weg. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Es ist wichtig, dass du lernst, den geistigen Aspekt in deinem Leben zu leben und so auch in die richtigen Handlungen zu kommen. Vom Heiligen Geist inspiriert und geleitet und geführt und so im Einklang mit Gott zu leben. Lass dich nicht auf das Spiel des Teufels ein, der dir immer wieder Gedanken des Scheiterns eingeben will. Der dir immer wieder sagen will, so funktioniert das nicht. Schau auf die Welt, wie machen es die anderen Menschen? Hier scheitern die Menschen, da scheitern die Menschen. Das ist der Weg, den du zu gehen hast. Nein. In Jesus Christus bist du erlöst. Und du sollst neue Wege gehen. Du bist zu großen Werken berufen. Also vertraue auf Gott Vater. Lerne ihn richtig kennen. Studiere das Wort, die Heilige Schrift. Komm in Räume, in denen Menschen das leben und wirklich umsetzen, was in der Schrift steht. Und ja, vielleicht musst du etwas suchen, um diese Gemeinschaft zu finden. Doch auch wir im Hintergrund, in der Akademie, haben diese Räume erschaffen und erschaffen im Heiligen Geist. Möglichkeiten für Menschen, wie sie wahrhaftig leben, wie Gott es für seine Kinder vorherbestimmt hat. Nun lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam beten. Und dieses Gebet auf Sprüche 3, Vers 5 bis 6 aufbauen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Richte deine Hände gen Himmel, erhebe deinen Kopf und sprich, Gott Vater, im Namen Jesus vertraue ich auf dich von ganzem Herzen. Und ich glaube und vertraue dir, dass du meine Wege ebnest. Und mich beschützt und bewahrst vor großen Fallen des Widersachers und laut zu mir sprichst, sodass ich ein würdiger Nachfolger in Christus bin. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst, im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen
in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat, die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden, und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.